Herzlich willkommen, werte Kolleginnen und Kollegen, zu einem neuen Video und zurück zum Luxury DLC und diesem besonderen Job in dieser alten Druckerei. Letzte Folge haben wir ja schon die Garage gemacht. Ich schaue nochmal kurz rein. Das hier ist die Garage, alles gerade ein bisschen dunkel. Und hier drüben haben wir diesen geheimen Raum entdeckt und ein kleines Bad draus gemacht, was echt gemütlich aussieht, muss ich sagen. Gerade bei Nacht sieht es schon gemütlich aus. Und heute geht es weiter in diesem großen Raum. Ich bin gespannt, wie der werden soll. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Erstmal müssen wir was verkaufen noch. Und zwar ein Notausgangsschild. Das habe ich schon irgendwo gesehen. Hier drüben. Und dann hier noch eins. Ach, hier ist Licht. Ist das Licht? Das ist ganz komisches Licht irgendwie. Das sieht aus, als wäre es aus. Aber es ist irgendwie an. Raus damit. So. Und das war's. Jetzt sollen hier Wände raus. Hoffentlich mache ich alles richtig. Da bin ich ja Profi in dem Gebiet, wie ihr wisst. Ist ein bisschen dunkel hier. Ich muss mal eine Lampe anmachen. Neuer Fertigkeitspunkt. Oha. Den sieht man nicht mehr so oft momentan. Was haben wir denn hier noch? Einmal hier. Und hier ist noch was, wo ich gar nicht ausgerüstet habe. Beim Bauen. 5 Wände gleichzeitig bauen. Ich wusste gar nicht, dass ich Wände gleichzeitig bauen kann. Wusste ich gar nicht. So, die Wand ist draußen. Ich glaube, ich habe alles richtig gemacht diesmal. Das heißt, es wird jetzt so ein richtig großer Raum. Aber hier, das ist irgendwie komisch. Das soll ja so bleiben, ne? Was soll das hier sein? Das ist sau komisch. Kann ich das auch rausreißen? Weil das sieht doch extrem hässlich aus. Und das hier soll auch bleiben. Egal, ich richte erstmal ein. Vielleicht macht es ja danach noch Sinn. Oder ich habe irgendwas übersehen wieder. Auf jeden Fall brauchen wir hier einige Sachen. Okay, ich würde sagen, wir fangen mal an. Ne, Moment mal. Irgendwas will ich doch zerstören. 4 Wände müssen noch raus. Aber wo? Da unten. Hier. Ach so, das hier. Hä, was soll das denn werden? Ich bin gespannt. Das ist irgendwie ganz komisch. So, jetzt haben wir das schon mal. Und ich glaube, die Türen sollen noch raus. Ja, die ist ja schon neu. Die Haustür auch. Ja, das hier wahrscheinlich auch. Das auch, das auch. Ändern Sie die Anordnung der Räume. 30 Wände bauen. Aber wie? Jetzt bin ich wieder überfragt, ehrlich gesagt. Sollen wir da, wo grünes Wände reinbauen? Ist das so? Ich weiß es jedes Mal nicht. Das ist unglaublich. Ich glaube schon, oder? Ich probiere es mal aus. Ja, okay. So. Also das passt schon mal. Dann macht es auch mehr Sinn. Und hier irgendwo. Ich weiß gar nicht genau, wo das jetzt ist. Hier. Okay. So. Und da unten noch. Hier. Okay. Jetzt habe ich es gecheckt. Endlich. So. Gut. Jetzt haben wir auch Fragezeichen überall. Sehr geil. Aber ich würde sagen, wir streichen erstmal. Oder Klimaanlage erstmal noch einbauen. Das machen wir mal zuerst, würde ich sagen. Die hier. Wo ballern wir die hin? Einfach hier an die Wand, oder? Wieso gehen die nicht hoch? Irgendwas ist nicht richtig. Die Klimaanlage geht nicht an die Wand. Naja, gut. Ich lasse die erstmal weg. Ach, hier ist auch noch ein Raum. Dann machen wir erstmal den hier. Laminat verlegen, Bodenfliesen legen und ein paar Gegenstände kaufen. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn der Raum fertig ist. Now we're giving it a try. I like the way you describe it to people who won't go quiet. Yeah, 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 yeah. Oh, oh. 'Cause every day. So, das Schlafzimmer ist fertig und ich muss sagen, es sieht echt geil aus. Ich gehe mal rein. Hier mit dem großen Vorhang. Irgendwie sieht der rechte. Sind die Farben anders, wenn man hier vorbeiläuft? Egal, auf jeden Fall ist das hier das Bett. Hier haben wir noch so ein paar hängende Dinger. Und diesen Spiegel hier, der ist schon ein bisschen übertrieben, würde ich sagen, aber ist okay. Ich sehe gerade, ich habe das Bett in der falschen Farbe ausgewählt. Hier ist Gold, ich habe eigentlich alles in Silber genommen. Naja, egal, das Bett sticht halt hervor. Es war auf jeden Fall Absicht. ja, ist auf jeden Fall geil, würde ich sagen. Sieht cool aus. Ja, gefällt mir auf jeden Fall gut, das Schlafzimmer.
Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal hier vorne weiter. Beziehungsweise, ich muss gerade mal schauen, wir haben noch echt viele Räume. Ich glaube, ich mache hier mal im Eingangsbereich weiter. Das haben wir ja auch schon gemacht. Dann fehlt hier der Raum noch und der Raum noch. Ich würde sagen, die beiden Räume machen wir heute noch in der Folge. Und nächste Folge dann im linken Bereich. Und vor allem den großen Raum hier hinten natürlich. Mit den ganzen Auswahlmöglichkeiten bin ich auch mal sehr gespannt. Laminat verlegen. Was für Laminat muss denn hier rein? Das hier, was ist das denn hier? Ich glaube, ich nehme mal das hier. Ich glaube, es passt hier besser rein als das andere. Obwohl das auch nicht so geil aussieht. Das ist so komisch rot. Naja. Ist okay, würde ich sagen. So. Das ist echt total dunkel irgendwie. Aber okay. Es sieht auf jeden Fall... Also es passt zu dem Haus. Es ist auf jeden Fall richtig... Richtig krass geworden, jetzt schon. Dann Bodenfliesen. Mal gucken, was wir da haben. Dunkle Walnuss. Okay. Noch dunkler. Das ist eine sehr gute Idee. Alter, das ist so dunkel. Sieht aber sehr, sehr edel aus. Ich glaube, das ist eh nur so ein Zwischenraum wahrscheinlich. Hier kommt wahrscheinlich gar nichts Besonderes rein. Ja, ein bisschen viel Glas natürlich. Das hätte ich vielleicht ändern sollen. Ach, hier soll ein Kleiderschrank rein. Der ist riesig und mit Spiegel, glaube ich, oder sowas vorne. Nee, ist kein Spiegel. Aber wenigstens ist der nicht dunkel. Ein bisschen Kontrast wenigstens. Irgendwie sieht es sau komisch aus. Sieht aus wie so ein Texturbug fast schon. So ein riesen weißes Feld hier drin. Ach, zweimal sollte hier rein. Passt der nebeneinander? Okay, dann stelle ich nebeneinander. Ja, gut. Passt, würde ich sagen. Und noch ein bisschen Licht hier rein. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ich hoffe, die sind gleich hoch. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Könnte passen. Könnte passen. Ja, sieht aber auch sehr schick aus, muss ich sagen. Wenn man hier aus der Garage kommt, die ja auch schon echt gut aussieht. Denn hier rein ist schon geil geworden. Gut, und noch der Eingangsbereich hier. Laminat verlegen, weiße untere Platten, Bio-Wolfs. Die Namen sind echt manchmal sehr interessant. Immerhin wird es nicht dunkel, sondern hell. Das ist schon mal gut. Der hätte mir auch streichen können fast. Ey, das sind die gleichen, die wir schon mal gehabt haben in einem Job. Ich glaube, mit dem Haus am Wasserfall, da war das. So, noch ein paar Bodenfliesen. Auch hell. Oha. Sieht schon sehr, sehr edel aus hier. Gut. Und ein paar Sachen kaufen. Einmal die Haustür. Die lasse ich mal so. Die finde ich eigentlich ganz gut so. Habe ich die richtig eingebaut? Bin ich mir nicht sicher. Ja, doch. Ich glaube schon, oder? Ja, doch. Müsste passen, glaube ich. Da noch ein Tisch. Also das hier ist auf jeden Fall der Eingangsbereich. Halbrunder, heller, noch ein Tisch. Wo soll der jetzt hin? Das ist ein bisschen komisch. Hier vielleicht. Ja, das könnte... Könnte passen. Dann ein bisschen Beleuchtung noch. Baller ich mal hier eine hin. Hier eine hin. Joa, weiß ich gar nicht. Ah, das war's schon. Okay. Da muss man ein bisschen mehr in die Mitte hier. Das ist ja komisch. Die Lampe auch. So. Und hier auch. Gut, Kleiderhaken. Die machen Sinn. Boah, was ist das denn? Das sah irgendwie gerade ein bisschen komisch aus. Aber gut, Kleiderhaken. Wo hängen wir die hin? Ja, die Lampe ist ein bisschen falsch hier, ne? Die müssen eigentlich hier hin. So, da hänge ich die Lampe mal ein bisschen höher. Und noch ein Gemälde. Dafür ist es gar kein Platz mehr. Die Lampe muss woanders hin. Hilft nix. So, und ein Spiegel. Für den ist eigentlich auch kein Platz mehr, glaube ich. Ach, so ein kleiner können wir hier nehmen. Das ist gut. Dann hänge ich hier so einen kleinen an die Seite. Obwohl, der ist fast ein bisschen zu klein. Ich mache mal ein M. Ja, M ist gut. So. Gut. Ja, dann würde ich sagen, das war's von der zweiten Folge von diesem Job. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal und ciao.